So, herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Ich hoffe, das hört man nicht. Vielleicht ist ein kleines Rauschen im Hintergrund. Das kriege ich natürlich erst raus, wenn ich das mein Spiel zusammen geschnitten habe, beziehungsweise beim Rendern bin. Ich stelle hier gerade noch nebenbei die Lautstärke etwas ein. Sekunde. Weil, ja, die Spielgeräusche dazu machen halt auch halt was aus, dass es nicht so auffällt. So, die Tonspur hört man ganz gewaltig rauschen, also ich jedenfalls mit meinem Headset. Okay, ja, das wollte ich nur kurz vorher sagen. Eigentlich will ich gar nicht aufnehmen gerade, muss ich sagen. Aber ich muss, weil ihr sonst morgen keine Folge habt. Denn... Verdammt, ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Sekunde. Irgendwo hat es gerade auf Twitter gepostet. The Beginner's Guide. Das ist, ja, ein Spiel, was ich nur jedem empfehlen kann. Ich habe es eben gerade bei einem Livestream gesehen. Für euch war es gestern. Gestern Abend, um genau zu sein. Jetzt ist 22:18. Und ja, ich muss sagen, am liebsten würde ich jetzt gar nicht reden und einfach nur still sitzen und nachdenken. Aber das kann ich nicht, da ihr morgen sonst kein Part habt. Ja, wir schauen jetzt hier mal kurz hier durch. Ja, wie gesagt, Beginners Guides dort fertig. Schaut einfach auf Twitter vorbei. Irgendwie habe ich jetzt gerade meinen Twitter-Dektor komisch verschoben, aber gut, das gucke ich später. Ja, da habe ich es einmal verlinkt. Beziehungsweise erwähnt, glaube ich nur. Ja, gut. Da ist... Das Spiel spielt jetzt aber keine Rolle. Wir machen hier ein zweites, wo sonst was passiert. Hubschrauber interessiert mich immer noch nicht. So. Ja, gut. Basiseinrichtungen, da fällt mir nämlich ein, dass ich da noch nachschauen könnte. Ja, komm. Das mal machen, das kann im Hintergrund laufen. Hier. Ich würde gerne den Arm noch mitnehmen. So. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit einer Mission an. Ja, nach die letzte komische Mission hier. Es gibt Infokassetten. Gefangene, der nicht sprechen kann, raus. Und wo war denn ein Gefangener, der nicht sprechen kann? Zwei Scharfschützen? Das wäre... Ja, gut. Kampfhubschraube eliminiert. Also muss es ja doch gehen, dass man den mit einem Scharfschützen rausholt dort. Weil, wo ich später mit einem Honeybeater rauskam, ja. Da hatte ich... war der ja gar nicht mehr da. Gut zu wissen. Okay. Ja, hier habe ich immer noch nicht nachgeschaut, wie man die anderen Bandträger macht dort. Wollte ich nochmal, weil das interessiert mich gerade etwas, eigentlich sehr. Ja. Okay, in welches Dorf? Dorf. Wo ist das denn? Genau in der Mitte dort, ne? Ist das? Ja gut, da fehlt nur dort dieses Kalei hinter. Okay, wir hören uns mal die Kassette an. This contract comes from a rebel guerrilla faction in Afghanistan. They've gotten wind of a rare meeting between three Soviet commanders running key units in the region. The location is Viala Village. This information comes from a mole planted within the Soviet's Arab Support Organization.
The guerrillas see this as a one-of-a-kind chance to weaken the Soviet forces in one stroke. But if they act themselves, it'll expose the existence of their mole. That's why this job falls to us. The request is simple. Eliminate the three pigs, by any means. If these commanders are as good as they say, it'd be a shame to kill them. But I leave that decision up to you. Ja, gut. Ich. Ach, fällt mir dort ein. Ah, ne, Schild kann ich da finden, ne? Diplomat hätte ich hier rausholen können. Hier hätte ich noch einen Bauplan und Bio. Waffenschmied, Gewehr. Ja, gut, da kann ich wahrscheinlich nichts rausholen. Da. Okay, wir fangen einfach dort mit an. Schauen, wie lange es dauert. Also, hohe Gefahr, achso. Ja, ich muss doch eh dahin. Wieso sollte ich denn dort unten landen? Jo. Ja, die letzte Mission, die war ja echt so. Wie soll ich's. Ja, die war einfach komisch nachher. Nee, nicht Ausrüstung. Ah, Nebenwaffe so. Nö. Ich nehm den mal. So. Ja, das andere sollte alles passen. Ja, bleiben wir bei die aktuelle Zeit. Da war ja echt. Da bin ich echt gespannt, ob. Also ich bin immer noch der Meinung, das war Skullface dort, der uns da einen Besuch abgestattet hat und uns tot sehen wollte, aber. Was ich aber auch komisch finde, oder was ich mich auch dann frage, ob diese fliegende Frau mit ihm zusammenarbeitet, weil die hat uns ja im Krankenhaus geholfen, dass wir dort lebend rauskommen. Hätte sie uns dort doch gleich töten können. Weil wo sie hingeflogen ist, kam er ja wieder. Kam die Hand ja eher gesagt. Das ist schon komisch. Aber da kriegen wir wahrscheinlich noch alles raus. The three Soviet commanders are meeting at Daviello Calais. The mission is to eliminate all three. How you do it is up to you, boss. Okay. Good luck. Also ich glaube, jetzt fällt mir das noch schwerer zu gehen als wie sonst immer. Denn, wie gesagt, ich würde am liebsten einfach nur stumm sitzen und gar nichts machen können. Ja, von einem Kumpel habe ich momentan auch noch, nicht angeschaut eigentlich, aber gut, egal. Habe ich mir momentan Elder Scrolls Online ausgeliehen für PS4. Da er immer noch einen sucht, der mit ihm das zockt. Und ja. Bisher ist. Also ich habe ja damals die Beta auf dem PC gespielt. Und ich muss sagen, so gut hatte ich es gar nicht in Erinnerung mehr, musste ich sagen. Ich hatte es ja so als, ja, mittelmäßiges RPG in Erinnerung gehabt. Aber jetzt, wo ich dort wieder rein das gestartet hatte, da war mir erstmal aufgefallen, wie geil das ja auch wieder aussieht. Und also, wie mein Kumpel dort schon sagte, das ist wirklich PS4 optimiert. Das hat man auf dem PC schon gemerkt. Und das stimmt doch, wenn man so drüber nachdenkt nochmal. Bei PS4 war die bei PC war die Steuerung schon ziemlich komisch, sag ich mal. Aber auf der PS4 ist die geschmeidig ohne Ende. Und das ist echt was, was einen zum Überlegen gibt. Wo bist du denn hingefallen? Na nee, gut, okay. Der Viech ist so in den Stein gefallen. Oh.
Weil da komme ich ran. Ja, wunderbar. So. Da oben leuchtet irgendwas. Ich will kurz wissen, was das ist. So. Okay, ein paar Heilpflanzen. Ist ja viel los dort. Irgendwie ist das gerade komisch, muss ich sagen. Wieso ist da keine? Das macht mich. Da ist hier gar keine. Das ist doch eine Falle oder was? Markier das Scheißding dort hinten. Sag mal, da sitzt doch gar kein Fahrrad drauf, oder was? Ach, drei Leute sitzen da drauf. Ach so. Stimmt, hier ist jetzt wieder diese Sache dort, da ich die Geschichte, Gesichter anschauen muss. Oh Mann. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Ich hoffe irgendwie echt, dass die Mission nicht so lange geht. Lieber nehme ich morgen dann nochmal auf. Da ist noch eine. Wo fehlt hier eine? Ich höre ein Fahren. Und das hört sich irgendwie ganz nah an. Auf diese scheiß Ding hier an. So, wo? Das hört sich echt zu nah an, meiner Meinung nach. Okay, aber es scheint keiner hier zu sein. Das ist komisch. Gut. Ich ignoriere das einfach mal. Ja. Einfach rein dort will ich jetzt auch nicht gehen. Weil mir sind ganz ehrlich gesagt immer noch zu wenige da. Aber naja. Ich habe wohl keine andere Wahl. Da ich ja anscheinend hier weiter keinen sehe. Scheint das nicht zu sein? Mach das Ding noch mal aus und warte jetzt. Ich glaube, ich das gut gebrauchen kann. Sicherheit auch ordentlich hinlegen. Noch kurz warten. Vielleicht sieht man hier noch irgendwas. Aber es scheint nicht so. Ja, und mir ist aufgefallen, bei den letzten Parts war ich etwas leise. Und ich hoffe, das hat sich jetzt etwas gegeben, sonst muss ich das noch lauter stellen. Das Schlimme ist, umso lauter ich es stelle, umso lauter wird auch das Rauschen von meinem PC und von der PS4. Beziehungsweise hauptsächlich von meinem PC. Aber gut. Entweder lasse ich mir dort was mit Kühlung einfallen, dann.
Ja. Eigentlich habe ich dafür momentan kein Geld übrig, sei ganz ehrlich. Und ich hatte, glaube ich, vor ein paar Parts mal erwähnt, dass ich jetzt Patreon habe. Weil bei Patreon angemeldet bin, eher gesagt. Das ist eine Seite, wo man mir einstellen kann, dass man jemanden eine monatliche Spende da lässt. Das habe ich jetzt auch endlich in eine Videobeschreibung gepackt. Gut. Ich musste mich mal wieder konzentrieren. So. Den hier aufnehmen. Komm und weg hier. Der hat mich nicht für voll genommen, wirklich. Ja gut, dann bin ich mal hier fest. Wobei das andere Ding ja voll ist eigentlich, ne? Ja, das haben die doch gehört, oder etwas. Karteninfo aktualisieren? Okay. Interaktionsfeld. Theoretisch müsste er sich doch auch so visieren, oder? Sicherheit kurz so machen. Gut, hier kann man mal kurz schauen. Flugabwehr. Ach so. Ach, kann das sein, dass die sich auch bewegen? Ah ne, das ist wegen Fahrzeug. Hilfe? Ah ja, ich hab hier das Visier jetzt drauf. Okay, mach ich's doch einfach und schmerzlos. Zack. Okay, dann gehe ich hier heute mal etwas brutaler vor. Ja, zu Elder Scrolls Online muss ich sagen, da bin ich jetzt noch ziemlich am Anfang. Ich bin jetzt in der ersten Stadt nach dem Tutorial dort so etwas durch. Weil ich gestern, Dienstag kam ich gar nicht zum Spielen. Und Montag dort, ja, hatte ich abends noch kurz. Ich werde jetzt nebenbei, gleich, wo ich dort ein Streamplay schaue, werde ich nebenbei noch für anmachen. Aber
Ja. Mal schauen. That's the target. Looks like we found him.